Play mit der Inka. Ich spiele jetzt für euch Resident Nightmares und ich freue mich da sehr, sehr doll selber drauf, denn ich habe den ersten Teil für die PS4 auch schon gespielt, sehr gerne sogar. Und da kommt dann auch bald der zweite Teil raus, auf den freue ich mich auch schon ganz, ganz doll. Und jetzt starte ich einfach erstmal mit dem Handyspiel dazu. So, ich drücke jetzt einfach mal Play und gucke, was passiert. Ich bin gespannt, wie man das so spielen wird. Mit dem Weglaufen und so. Hier, per Handy. Ah, da unten sind die Wichtel. Die kennen wir ja schon. Okay, wie noch kann ich mich nicht bewegen? Oder kann ich mich schon bewegen? Kann ich irgendwas machen? Handy. Ah. Jetzt sind die Wichtel alle weggelaufen. Ah, okay, ich verstehe. So bewegt man sich. Oh Gott, das wird ja noch eine spannende Geschichte, glaube ich. Wenn es schnell gehen muss. Ich bin gespannt, wie das so wird. Aber so, jetzt ist die Frage, wo laufe ich lang? So läuft man also quasi schnell. Oh, es ist hier verkehrt, glaube ich. Man muss sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen und ich habe auch ein bisschen Angst davor, wenn wir dann irgendwie mal wirklich laufen müssen, weil wir auf was Böses stoßen. Wir haben ihn immer Tastenthomas genannt auf der PlayStation 4. Der ist hier als, ja, wie nennt man denn diese Teile, als Puppe aus diesem frischen, oh Gott, da rausgesprungen. Ich weiß gar nicht, da ist Musikdose. Kann ich jetzt den gedrückt halten und dann läuft er durchgehend? Das ist noch ein bisschen schwierig. Ich möchte mal ganz kurz was ausprobieren, und zwar, ob ich zufällig das Handy drehen kann. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Mal gucken, was ist. Okay. Der erste Tote, wir wissen Bescheid. Klicke zweimal, um zu hören. Zu langsam. Okay, nochmal. So, das hat jetzt geklappt. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, das war gerade ein bisschen glücklich hier.
Und ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich noch ein bisschen konzentriert bin. Ich finde das für mich persönlich hier mit der Lenkung noch ein bisschen schwierig irgendwie. Vielleicht stelle ich mich auch noch ein bisschen doof an, aber... Bitte kann ich hier nicht so richtig jetzt. Wir müssen da wahrscheinlich erstmal runter, ne? Okay. Und doch wieder zurück. Gegenspringen. Doch, doch. Komm dagegen. Ich weiß gerade nicht genau, wie wir hier runterkommen sollen. Um ehrlich zu sein. Irgendwie verstehe ich das Ganze noch nicht. Ich werde mal kurz wieder hoch. Okay. Achso, ja klar. Aha, jetzt habe ich den. So. Okay, den haben wir. Gut, dann laufen wir wieder zurück. So, ich meine, ich finde sie ja total süßnetzig hier mit ihrem gelben Fliesenherz. Ich hoffe nur, dass ich das noch ein bisschen mehr lerne hier mit der Steuerung. Weil wenn dann hier wirklich mal was Böses hinter uns her ist, dann habe ich, glaube ich, schlechte Chancen. Ach ja, das war zu weit. So. Aber ist jetzt auch erstmal neu für mich. Da gewöhnt man sich sonst auch dran. So. Ich da jetzt irgendwie, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Komme ich hier jetzt vorbei? Da auch nicht. Da, glaube ich, hier. Nee. Irgendwie stehe ich hier tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Warum macht sie ja nicht? Da klettert sie nicht hoch. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Weg finden. Ich laufe jetzt mal wieder hier hoch. Wir haben jetzt eben diesen Wiesenstiel hier umgekippt. Das muss ja irgendwie einen Sinn gehabt haben. Ich wüsste noch nicht so ganz genau, was. So, wenn ich jetzt hier wieder rüberlaufe. Dann hat mir es eigentlich gar nichts gebracht. Da springt sie nicht gegen. Irgendwie verstehe ich den Sinn hier gerade nicht ganz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin sollen. So. Ach, da hinten kommt der dran vorbeigelaufen vielleicht. Thank you.
stecke hier irgendwie total fest. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Hallo, Six. Zeig mir doch mal, wo du lang willst. Tut mir leid, Leute. Ich brauche mal kurz einen Moment. Da oben die Lampe, da zeigt sie mir. Da oben lang. Ich kletter noch mal das Ganze um. Vielleicht ergibt das dann auch so. So, aber da kamen wir ja her. Jetzt gucke ich mir das einfach nochmal von oben an. So, hier sind wir hergekommen, wir sind hier runtergeklettert. Wir sind übers Brett geklettert und dann haben wir den Besenstiel umgekippt. Und jetzt sehe ich hier keine wirkliche Möglichkeit. Hier will sie nicht runter. Also jetzt bin ich hier genau. Hochklettern. Achso, jetzt weiß ich doch. Ja. Also das wäre sowieso gar nicht nötig gewesen, glaube ich, ne? Ja gut, es war ein Besensteg und wir hätten doch nicht von vornherein runterklettern können. Gestürzt. So. Da hinten sind wir durch. Deshalb war der da. Jetzt aber. Ja, ja. Ich hab's halt. Oh, was ist das denn? Und da unten ist jemand eingesperrt. Oh, oh, oh. Okay, wir müssen eben eine Schüssel besorgen. Und das Kind hier rausretten wahrscheinlich. Oh Mann. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Oh, ich hab Angst, das wird bestimmt gruselig. Dann kommt bestimmt irgendwer, wenn ich das jetzt umkippe. Ich muss jetzt erstmal irgendwie hier einen Weg nach draußen suchen. Ja, unser Hund schnarcht, das hört ihr vielleicht hier. Tut mir leid. So, das Glas steht ja definitiv im Weg, da kommen wir noch nicht. Wir müssen da rüber klettern, aber das macht sie hier nicht. Ich habe gedacht, wir könnten die Kisten dann vielleicht schieben. Thank you.
kommst du nicht durch. Das bringt mir alles nichts. Ja, er wird durch auch nicht. Weiterschieben, da muss ich gleich hier den Schlüssel holen. Also, wenn wir den Schlüssel haben. Bringt mir irgendwie alles nichts hier. Da. So, jetzt können wir die eben verschieben. Weiß nicht, da kann man es wahrscheinlich hinter verstecken oder so. Aber. Finde ich noch ein bisschen kompliziert gerade hier zur Zeit das Spiel. So, weil noch können wir da ja nicht hoch. Da ist die Tür noch nicht auf und da ist das Glas im Weg. Das können wir ja definitiv auch noch nicht verschieben. Wir müssen irgendwie von da oben runter. Deshalb habe ich gedacht, die Kiste, aber... So, okay. Einfach mal ein bisschen nachdenken, Inka, dann funktioniert das auch, ne? Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das tun werde. Was ist das denn für eine? Der ist wirklich nicht. Das ist eine Mischung aus Tasten Thomas und Dr. Tiefenkaufer. Ja, lass mich doch nicht alleine hier. Hallo. Okay, wir haben das Kind gefreut. Und da habe ich schon wieder ein Nein, Wichtel, du musst weg denn da. Ich möchte dich nicht tot fahren. Okay. Dann lauf mal hinterher. Oh. Oder runterspringen? Oder runterspringen? So, da oben kann ich auch nicht springen. Ja, ihr müsst mir verzeihen, den ganzen. Ach, da ist der Hebel, okay. Kann man denn jetzt hier irgendwie. Wenn ich hier zurückziehe, komme ich da ja nicht durch. Deshalb ist es. Erschließt mich das hier sich noch nicht so ganz, weil wenn ich jetzt hier durch will.
Und ich muss ja irgendwie. So, hier kommen wir dann nämlich ran. Also, ich muss jetzt ja hier einfach erstmal den Hebel betätigen. Okay, ich glaube, ich habe es, glaube ich, verstanden. Wir müssen uns vielleicht ganz da beeilen, einfach. Würde ich mal vermuten. Nehme ich jetzt. Ich bin zu weit gelaufen. Aber das ist mein Vorhaben. Und ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Das habt ihr, glaube ich, gerade auch erkannt. Das, meine Lieben, werden wir aber einfach in der nächsten Folge erforschen. Tut mir leid, dass ich hier in der ersten Folge noch so ein paar kleine Hopplereien hatte. Man muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber ich finde das schon toll. Also, weil, wie gesagt, den Nightmares habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.